Macht ihr dann alles Kaporski wahrscheinlich, ne? In der Krone ist bestimmt noch eine Krone, ne? Aha. Ich müsste am liebsten eigentlich nur stark in das Level gehen. Aber wie komme ich da hin? Ich habe keine Ahnung. Ja, höchstens mit Didis Jetpack gedöns. Oder wir nehmen nochmal die große Kanone zu Rate. Ich hoffe nicht, dass ich dann direkt im Level lande. Aber werde ich garantiert tun, natürlich. Ja. Wird passieren. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus dafür. Aber das Gute ist ja, ein Cartridge ist keine Ladezeit. Wo lande ich da oben? Naja, okay. War klar. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Ernsthaft. Ja, wie gesagt, da gibt es ja einen Jetpack, aber ich denke nicht, dass ich diesen nutzen soll, oder? Ey. So, gehen wir erstmal auf die normale Insel wieder zurück. Ich glaube, ich komme gar nicht so weit, ne? Oder? Mit dem Jetpack. Da können wir uns hier mal ein bisschen abkürzen. Zack! So, wo war das denn nochmal? Wo ist denn 5? Ah, okay. Das ist die Feeninsel, da müssen wir nicht hin. Nehmen wir die 4. Ah, das ist das 4, das Dingens hier. Sag schnell. Fabrik Fatal. Aber ich komme von hier aus auch noch ein Stück hoch. Ansonsten fiel mir jetzt wirklich nichts ein, wie ich da hochkommen sollte. Die Rohre kann ich auch nicht hochklettern. So ein Scheiß. Hui! Ja gut, dann werde ich es mit dem Jetpack versuchen. Wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Aber gut. Dann ist es halt so. Dann muss ich mir mal einfallen lassen. Ah, nee. Ich meine, entweder wird er vorher absaufen. Was sehr wahrscheinlich ist. So, hier war die Kanone irgendwo. Genau dich habe ich gesucht. Mein Freund. Hui! Boah, ne, guck, wie weit das ist. Das kriegen wir ja nicht hin. Soll das denn funktionieren? Vor allem nicht mit 14 von den Gedönsen hier, ey. Das ist super. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Oder war da hinten noch irgendwo eine Kanone, die mir jetzt irgendwie vielleicht irgendwo hingebracht hat? Boah, wenn es funktionieren würde, ich wäre so glücklich, ne? Das wäre super. Das sieht auch gut aus eigentlich bisher. Ich will die Krone. Ich will die Krone. Nein! Nein, 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 nein. Alter! Scheiße, ey. Ah, ist das ärgerlich. Ja gut, komm, dann... Dann wählen wir halt den manuellen Weg, würde ich vorschlagen. Ah, so ein Kack, ey. Na gut. Es dauert so lange. Elendigst lange. Grüne Bomben. Bin ich diesen Weg noch nie gegangen? Ich dachte, ich käme mich zur Fabrik Fatal. Hier mit diesem lustigen Weg. Hui. Weil das kann natürlich sein, wenn jetzt hier nochmal die eine oder andere Banane ist oder ähnliches. Das wäre natürlich cool. Hier schon mal? Nee, hier war ich noch gar nicht. Okay. Eine Arena! Oh, wie geil. Oh, wie geil. Moment. Hä? Okay, was bringt mir das? Oder war ich hier doch schon mal? Ich sehe jetzt aber nichts, ne? Ich habe keine Ahnung, gerade um ehrlich zu sein. Ich begreife es gerade noch nicht so ganz, wofür diese Plattform gut ist. Ich meine, mir fehlt zwar, glaube ich, noch eine Banane. Banana! Ja, schmeiß weg die Scheiße. Zack! Aber warum kann ich da hüpfen? Warum kann ich da hüpfen? Ja, in der Arena schon mal fähig, ist auf jeden Fall schon eine gute Sache. Reptilienrabatz! Schmeiß dich weg.
Okay, das scheint ich jetzt erst freigeschaltet zu haben, offensichtlich. Weil wegen den Gegnern. Das sind erst Sachen, die ich beim Kamikaze-Kastell freischalte. Sachen vor allem. Diese Lebewesen meine ich natürlich. Eine ganze Minute ist aber schon recht lang, ne? Ab, hab ich gesagt! Ja, ist okay. In die Richtung darfst du mich fallen. Kein Thema. Das kriegen wir hin. Da kriegen wir schon für Wurstbild. Okay, aber die Arena hielt die Hälfte. Kreuz an die hat sich eigentlich nur in Grenzen vom Schwierigkeitsgrad her. Wenn er denn nicht so ein dummer Kopf wäre, ne? Unfassbar. Unglaublich. Und nochmal der Reptilienrabatz. Schön. Ui. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nicht anfassen. Ab. Hau ab, hab ich gedacht. Zack. Säge die Säck und verliege die Verleck. Pams! Ich kann sagen, also das kann jetzt nicht sein, dass der jetzt nicht kaputt ist mit dem Superschlag. Hard Punch. Im scheuerste Finisher im Wrestling-Business. So, die Hälfte haben wir schon mal. Ich hätte es auch schon längst geschafft, wahrscheinlich. Also höchstwahrscheinlich, wenn ich nicht so doof gewesen wäre und mich selbst umgebracht hätte. In Form eines Ausrutschers in die Abgrund. Nein, 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 alles cool. Alles cool. Du kannst auch schön liegen bleiben, mein Freund. Schon wieder die gleiche Scheiße! Ich glaube, dass ich habe mich gar nicht mehr bewegt. Ich habe mich nicht mehr bewegt. Und trotzdem macht diesen tollen Sangriff-Move, der wirklich gut ist, ne? Aber jetzt gerade alles andere als zielführend. Weil zielführend wäre, es zu schaffen. Und was mache ich nicht? Es schaffen. Fehlt mir den Fehler. Jetzt hau doch mal alle ab. Ich finde, der kann eh mal einen stärkeren Schlag haben. Upsi. Das dauert ja schon viel zu lange, ne? Ernsthaft. Ah, ja, gib her. Gib her. Aber was ich jetzt erstmal nicht ausschließen möchte, ist, dass wir den 100% sehr nahe kommen werden, ne? Also jetzt quasi nochmal die Bananenmedaillen fehlen. Da gibt es auch nochmal einen Teil von Prozent jeweils für jede Bananenmedaille und sowas. Sowie für die Arenen und Feen. Aber wir dürften eventuell sehr, sehr, sehr nah dran kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie umfangreich das letzte Level ist. Vielleicht hat jeder seinen Bereich, wo man direkt die 100 Bananen holen kann, würde ich sehr cool fände auf jeden Fall. Aber gut. Warten wir es mal ab. Ja, okay, komm. 6, 5, 4, 2, 1. Bums! Schön mal mit dem Elbow-Drop. So wollte ich das beenden. Oh, ist das gut. Wunderbar. Eine Arena weniger. Aber mich macht das stutzig, ne? Ich kann hier wechseln, ich kann hier mit Tiny springen. Aber warum kann ich hier mit Diddy springen? Warum kann ich das tun? Das muss ja irgendeinen Beweggrund haben, oder? Ich werde nochmal Diddy wählen. Das macht mich wirklich sehr stutzig. Wo kann ich denn da hin? Nirgendwo kann ich da hin, ne? Nee, nee. Nun, okay, ich gehe jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt einfach mal. So. Muss ich mir auf jeden Fall vielleicht mal merken. Nein! Moment, 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 Moment. Ich meine diesen einen Bereich, wo ich die Kokosnuss reinschießen kann. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ja, habe ich glaube ich schon gemacht. Mal kurz gucken, von wem mir jetzt hier noch was fehlt. Ja, doch von dem fehlt mir noch eine, von dem und von ihr. Alles klar. Und vom Diddy fehlt mir auch noch, vom Donkey fehlt mir auch noch die Blaupause. Ich denke zwar stark, dass ich diese Kokosnuss-Plattform schon habe, weil ich kann mich daran erinnern, ich bin irgendwo mal runtergefallen, zufälligerweise, und hab dann gesehen, oh, guck mal, da kannst du was machen, Dennis. Schnell, tu es. Aber ich guck vor, ich sammle immer nochmal nach, dann renne ich halt nochmal hoch. Dann ist es halt so. Punkt. Da war er doch schon hier, hier unten. Ja, ne? Zack. Singe die. Ja, da unten. Okay, alles klar. Nein! Oh, ich geh kaputt. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein! Krieg ich einen Zehenkrampf. Echt, ey. Zack.
Aber kann sein, dass ich da vielleicht doch schon mal war, ne? Und dass ich dann gesehen habe, oh, mit dem Steak kann ich nichts machen, dass ich die Banane da oben schon geholt habe. Aber ich kann mich, das muss schon lange her sein, weil ich kann mich nie mehr daran erinnern, dass ich hier überhaupt Snipes HQ überhaupt gefunden hatte. Aber gut, dann ist es offensichtlich so. Oh, ey, es ist unglaublich, ne? Das nervt mich auch ein bisschen, dass ich da nicht hinbekomme, da zu landen. Ich weiß ja auch nicht, wie groß der, die Plattform da ist, wo ich landen kann. Das ist ein bisschen nervig. So. Der ist direkt hier unter mir, ne? So. So. Okay, Banane ist raus, alles klar. Mhm. Oh, es ist ein neuer Raum. Ich muss mit Diddy nochmal, mit Donkey nochmal hin. Ich wechsle mal zu Donkey und dann muss ich halt nochmal da runterfallen, um dann festzustellen, oh, hier warst du doch schon mal. Ich bin mir auch ziemlich sicher, aber ich will wirklich komplett auf Nummer sicher gehen. 98% Sicherheit reicht mir jetzt gerade in dem Moment nicht aus, wie ich so kurz vom Ziel bin. Ach, nee. Die 100 Pass werden wir garantiert auch knacken, also darüber hinausgehen. Da bin ich mir echt ziemlich sicher, weil das ist halt noch wirklich... Ist halt noch ein komplettes Level, ne? Und wir haben jetzt, keine Ahnung, paar 90. Das heißt, das werde ich höchstwahrscheinlich... Also, wenn es sich einrichten lässt, würde ich das nochmal ein bisschen zurechtschneiden. Wenn ich auch genau auf die 100 Parts komme, dass dann jetzt die nächsten Parts ein bisschen länger werden und sowas. Aber ich denke mal, ich werde deutlich drüber landen. Ich denke mal, ich werde irgendwo bei 104, 105 Parts landen. Und das ist schon nicht mehr knapp, meiner Meinung nach. Aber gut, aber interessanterweise das letzte Drittel oder Viertel des Spiels, ne? Das ging vergleichsweise echt fix. Also für mein Verhältnisse natürlich, ne? Ich muss ja bedenken, ich kenne das Spiel ja noch. Boah, ich kannte das Spiel jetzt noch gar nicht. Oh, Gott sei Dank. Okay, okay, okay. Gucken wir mal. Zack. Ah, der ist schon aktiviert, der Schalter. Mhm. Okay. Wie ich es prophezeit habe. Ja, ja. Weh, du kommst da nicht hoch, du Affe. Danke. Weh, du kommst da nicht hoch, du. Danke. Ja, gehen wir erstmal mit Didi weiter. Mit Donkey weiter. Ist auch kein Thema. Weil für ihn ist ja eh noch eine fehlende Banane. Mr. Taliban unterwegs. Ich befürchte auch, ich werde hier noch nicht alle Bananen holen können, weil ich noch nicht weiß, wo die alle sind. Na gut, müssen wir mal schauen. Es sei denn, es ist wirklich so, dass die jetzt alle noch auf dem Weg liegen, aber glaube ich irgendwie nicht. Nee. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Einfach so ein Gegner darauf hinklatscht, finde ich auch nicht schlecht. Wo ist jetzt hier das Technik-Level? Fabrikquartal. Aber hier ist ein bisschen schwierig. Es ist tatsächlich das Level. Wie kann das sein? Warum ist das so? Wie komme ich denn dann da hoch? Ich habe keine Ahnung. Weil ich habe hier keine Kanone oder sonst irgendwas bekommen jetzt. Ich denke, wow, jetzt kannst du da aber toll hochspringen. Oder hat sich hier drin irgendwas getan? Aber das glaube ich ja auch nicht, ne? Oh, fuck, ey. Du musst jetzt Zeit. Ja, hier ist ja nichts, ne? Scheiße, ey. Fabrikverteil war übrigens ein Scheiß-Level. Hat mir nicht gut gefallen. Scheiße, ey. Ja gut, ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Verflucht. Ich habe keine Möglichkeit, einen Jetpack zu nutzen. Es ist einfach zu hoch. Es ist mir einfach zu hoch. Ups, das war falsch. Gut, wie viel da auch noch fehlt, ne? Das wird so nicht funktionieren. Ja, scheiße, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich weiß eigentlich der festen Überzeugung, dass ich da einfach hinlaufen kann, aber offensichtlich ist es leider doch nicht so. Fuck, ey. Ja, es ist sehr ärgerlich gerade, doch. Muss ich leider sagen. Kein Plan. Keine Leiter, kein Rohr, an dem ich hochklettern kann. Kein gar nichts. Nee, weiß ich nicht. Muss ich nachgucken. Leider. Fuck, ey. Boah, das regt mich gerade wirklich auf. Das ist auch richtig erbärmlich gerade. Hm. Ist ja echt schön und gut, dass ich das geöffnet hat, aber
Das bringt mir jetzt ja nichts. Ich guck mal, ob ich die 5 vielleicht irgendwo hinbringe, wo ich denke. Nee, jetzt irgendwo. Larifari. Hier habe ich vielleicht nochmal das für die Tiny, das Fässchen, ja. Ich hab keine Ahnung, ob ich da hinkommen soll. Ich gehe nochmal auf den Gipfel des Mount Donkey Kongs, keine Ahnung. Aber wenn da oben nichts ist, dann muss ich aufhören, weil dann muss ich wirklich nachgucken, wie ich da hinkomme. Ich sehe nämlich jetzt aktuell keine Möglichkeit. Jetpack reicht nicht aus, leider. Der wird mir vorher geklaut. Ich glaube, du bist, glaube ich, fast der höchste Punkt, ne? Die letzte Möglichkeit, die ich ansonsten noch sehe, wäre wirklich, ich dachte, das wäre eine Fee, ey. Da haben wir schon alle Hoffnung kaputt, du Penner, ey. Ne, keine Ahnung, ich sehe gerade gar keine Hoffnung, echt zu sein, scheiße, ey. Ja, ich muss nochmal die Musikstücke machen, aber das habe ich höchstwahrscheinlich schon mal gelöst. Das Rätselchen da. Fuck, ey. Ne, ich weiß es wirklich nicht. Ich versuche nochmal mit Diddy irgendwie nochmal da oben hinzukommen. Also oben auf die Statue von Donkey. Und wenn das nichts bringt, dann muss ich aufhören, leider. So leid es mir auch tut. Ich würde es wirklich gerne noch weiterspielen. Und vor allem, ich sag mal, wirklich die 200 Bananen holen. Aber kriege ich wahrscheinlich nicht hin, so wie es aussieht. Ich pimmel hier schon wieder eine Viertelstunde rum, ohne irgendwas geschafft zu haben. Ach, Mann, ey. Ja, aber nächste Aufnahme wird dann, denke ich mal, tatsächlich, je nach Umfang des letzten Levels dann natürlich die letzte Aufnahme. Ich werde dann auch schon im Vorfeld gucken, wie ich jetzt hier an die restlichen Bananen komme. Also natürlich erstmal, wie ich weiterkomme, dann wie ich an die restlichen Bananen komme. Und zu guter Letzt werde ich dann noch natürlich das Level machen und wahrscheinlich den Boss. Wie gesagt, ich kenne das Level nicht, ne? Ich weiß nicht, was mich da alles erwartet, aber ich denke mal, es werden jetzt nicht allzu große Geheimnisse sein. Die mich jetzt vor Riesenprobleme stellen werden. Ja, quasi schon auf dem Gipfel, ne, fast. Fuck, ey. Also keine Kanone oder sonst irgendwas, ne? Was scheiße ist das? Also es ist schon der Augenbereich, okay. Verstehe. Nee, kein Plan, wie was ich hier machen soll. Ernsthaft. Richtig scheiße. Da guck, die werden wieder geklaut. Platsch! Ja, muss ich gucken. Da kann auch sein, dass ich vielleicht irgendwo einfach nur einen Schalter betätigen muss, aber ich habe jetzt gerade, um ehrlich zu sein, keine Lust, mich jetzt hier mir diesen Pixel anzugucken. Gut, ich höre jetzt hier auf. Schlicht und ergreifend. War eine relativ kurze Aufnahme. Ich schätze mal, waren so um die 4 Parts. Ich habe ja nochmal telefoniert. Gegen 7 Uhr habe ich angefangen. Jetzt habe ich 7:45, ja. Oder gegen 7:45 habe ich eigentlich angefangen. Ja, eineinviertel Stunde rum. Letztes Part ein bisschen länger. Das heißt, 4 Parts heute. Ich weiß nicht genau, wo ich jetzt gerade bin. Bei welchem Part. Dürfte jetzt 96, 97 sein. Wie gesagt, beim nächsten Mal, also bis zum nächsten Mal, werde ich mich auf jeden Fall informieren. Wenn wir durch selbst ausprobieren oder sonst irgendwas, wie ich an die letzten Bananen komme. An die letzten Sachen, die mir jetzt noch auf der Karte fehlen. Und vor allem, wie ich in das letzte Level komme. Ja, und beim nächsten Mal würde ich dann auch gerne das Let's Play beenden. Weil, da haben wir eh Freitag, also übermorgen würde ich dann die nächste Aufnahme machen. Und da habe ich Zeit ohne Ende. Das heißt, würde ich dann nochmal den ganzen Rest auch nochmal reinklatschen. 95%, ist das befriedigend oder was? Also ich würde auf jeden Fall alles reinklatschen, also nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, auf jeden Fall ein Fazit abgeben. Und dann auch nochmal die ganzen freigeschalteten Sachen auch nochmal checken. Aber gut, so viel dann beim nächsten Mal, ne? Aber das war's jetzt, wie gesagt, erstmal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen unproduktiv war. Viel geschafft haben wir wirklich nicht. Also, das waren, das haben wir eigentlich geschafft. Die restlichen Sachen von dem, Kamikaze-Kastell. Ein bisschen was von der Overworld. Aber das war eigentlich auch letztendlich nur eine Arena, ne, die wir geschafft haben. Und das alles in der Stunde. Das ist also nicht sonderlich viel. Und den Boss natürlich, okay, aber... Ja, ist jetzt auch egal. Gut, aber trotzdem, wie gesagt, beim nächsten Mal dann die letzte Aufnahme, höchstwahrscheinlich, wenn das Level nicht allzu umfangreich sein sollte, von Donkey Kong 64. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann auch beim Finale dabei, ne? Also, bis dahin, tschüss.